Ja, dann willkommen in 2020. Wir sprechen heute weiter über Syntax. Diese Woche sind wir mittendrin in der Syntax und nächste Woche kommen dann die Sahnestücke der Syntax. Prädikate und Relationen, ich sage es jetzt schon mal. Heute reden wir über Sätze und Satzähnliches. Das heißt, wir gehen von den Phrasen, die wir letztes Mal besprochen haben, über zu den Sätzen. Wie machen wir das? Wir reden erstmal über Nebensätze. Das ist eine Besonderheit von germanistischen LinguistInnen, dass sie immer mit den Nebensätzen anfangen und ich sage ihnen dann auch, warum. Das ist eigentlich eine Besonderheit des Deutschen, nicht von germanistischen LinguistInnen. Wir reden zuerst über die Form von sogenannten Nebensätzen mit einer unterordnenden Konjunktion. Die nenne ich jetzt hier Komplementierer. Und da sage ich Ihnen, das ist eine Komplementiererphrase und da ist eine Verbalphrase drin. Dann rede ich über die Funktion von Sätzen und Nebensätzen, also von der Form zur Funktion, nämlich die Begriffe Matrixsatz, Nebensatz und Hauptsatz. Die werde ich diskutieren. Zwei davon kennen Sie auf jeden Fall, einen kennen Sie vielleicht. Also Matrix oder Matrixsatz im linguistischen Kontext, schauen wir mal, was das genau sein soll. Und ich werde dann eben die Funktionen von unabhängigen und eingebetteten Sätzen kurz besprechen. Das ist also die Frage, warum haben wir die? Und dann geht es wieder zur Form zurück, nämlich zur Form von diesen unabhängigen Sätzen. Also wir fangen an mit der Form von Nebensätzen, reden dann über über Funktionen von Neben- und Hauptsätzen oder unabhängigen Sätzen, kommen dann zurück zur Form, nämlich von diesen unabhängigen Sätzen. In dieser Vorlesung, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, rede ich nicht über das sogenannte Feldermodell. Das Feldermodell ist eine syntaktische Beschreibung, die für das Deutsche und vielleicht noch ein paar andere Sprachen funktioniert oder die man da gerne zumindest anwendet. Also für skandinavische Sprachen gibt es sowas auch. Das kommt hier nicht wirklich vor, weil es eigentlich mit dem Beschreibungsmodell, dem phrasenstrukturellen Beschreibungsmodell, was ich Ihnen präsentiere, nicht so wirklich kompatibel ist. Also es ist eigentlich was anderes und es kann viel weniger als Phrasenstrukturen. Deswegen kommt das hier nicht dran. Wir haben über Phrasentypen gesprochen. Im Wesentlichen habe ich Ihnen zwei ausführlich gezeigt, die Präpositionalphrase und die Nominalphrase. Jetzt reden wir über Verbalphrasen und die Komplementärphrasen, in denen sie drinstecken. Das heißt, wir reden einfach jetzt über neue, zwei weitere Phrasen, die es so gibt. Und eben, wie ich schon sagte, eingeleitete Nebensätze. Der Arzt möchte, dass der Privatpatient die Rechnung bezahlt. Hier sehen Sie in der großen Klammer einen eingebetteten, eingeleiteten Nebensatz, einen Das-Satz. Das, und dann kommt irgendwie Material, der Privatpatient die Rechnung, und dann kommt am Ende ein Verb. So, das ist ein typischer Nebensatz, würden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, haben Sie so gelernt. Was nicht geht, der Arzt möchte, dass der Privatpatient bezahlt die Rechnung. Was ist hier, hat sich hier verändert von A nach B? Ja, bezahlt, also das finite Verb ist an einer anderen Stelle. Das geht nicht. Das kann an der Stelle nicht stehen, also in der Mitte dieses Nebensatzes. Was auch nicht geht, ist, dass das finite Verb hier quasi am Anfang des Nebensatzes direkt nach dem Komplementierer, also der unterordnenden Konjunktion, steht. Der Arzt möchte das, bezahlt der Privatpatient die Rechnung. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt werden Sie sagen, ja, was ist denn daran aufregend? Was erzählt er jetzt wieder, was alles nicht geht? Wenn Sie mal das hier vorne weglassen, wenn Sie, der Arzt möchte das weglassen, dann werden Sie sehen, dass das hier, was da übrig bleibt, der Privatpatient bezahlt die Rechnung, das geht. Das wäre ein unabhängiger Satz. Und bezahlt der Privatpatient die Rechnung, wäre auch ein unabhängiger Satz. Das wäre ein Fragesatz. Sobald aber ein das davor steht, mit Doppel-S, also der Komplementierer, geht das nicht mehr. Ja, da wollen wir hin. Das ist jetzt eigentlich schon alles, worüber ich heute rede, zumindest auf der Formseite. Wir nehmen hier eine Struktur an, die kann nicht einfacher sein erstmal. Wir sagen, ein Nebensatz, der mit einem sogenannten Komplementierer anfängt, ist eine Komplementiererphrase. Das heißt, dieses Das ist der Kopf. Warum ist das der Kopf? Na gut, weil der eine VP verlangt. Also Sie können das niemals ohne eine VP haben, aber es gibt zum Beispiel VPs ohne einen Komplementierer. Und außerdem sagt irgendwie der Komplementierer, dass hier das Verb am Ende stehen muss, in dem, was danach kommt. Das heißt, die Struktur von so einem Nebensatz ist einfach nur eine Komplementiererphrase. Die hat einen Kopf, der ist ein Komplementierer und danach kommt eine Verbalphrase und über die müssen wir noch reden. Das ist aber die Struktur eines Nebensatzes erstmal. So. Ist wieder so wie eine Präpositionalphrase oder sowas. Könnte nicht einfacher sein.
Wir haben hier die sogenannte Verb-Letztstellung. Das heißt, in diesen Nebensätzen, in diesen KPs, steht das Verb immer ganz am Ende, und zwar das finite Verb. Wenn man Verb-Letztstellung oder Verb-Erststellung kommt dann gleich auch noch, sagt, damit meint man immer das finite Verb, also das, was nach Tempus, Person und Modus flekt, und ja, Modus auch, und Numerus flektiert. So, schauen wir uns Beispiele an für Verbphrasen. Und da müssen Sie sich jetzt ein bisschen dran gewöhnen, dass dann oft, wenn es eben um diese Art von Syntax geht, dass dann da nur ein Nebensatz steht. Weil uns jetzt nicht interessiert, dass Ischariot malt, na gut, das könnte jetzt in einem Satz stehen wie, ich weiß, dass Ischariot malt oder sowas. Oder der Patient findet blöd, dass Ischariot malt. Aber wenn wir nur über die Struktur von diesem Nebensatz jetzt sprechen, dann brauchen wir uns nicht Gedanken darüber zu machen, wo der drin vorkommt jetzt gerade. Das ist ja völlig egal. Egal in welchem größeren Satz, in welchem Hauptsatz, wenn Sie es so haben wollen, der vorkommt, der hat immer dieselbe Struktur. Deswegen gewöhnen Sie sich daran, dass hier ganz oft nur einfach Nebensätze stehen als Beispiele. Das macht es eigentlich einfacher, weil dann einfach viel, was eigentlich gar nicht wichtig ist, auch weggelassen wird. Ja. So, hier haben wir jetzt einen anderen Nebensatz, der hat jetzt ein direktes Objekt drin. Ja, der hier hatte nur ein sogenanntes Subjekt, Ischariot, das taucht hier wieder auf, aber hier haben wir das Bild als zusätzlichen Akkusativ, also als direktes Objekt, wenn Sie das so nennen wollen. Das Ischariot das Bild malt. Sie können dann auch ein Dativ da drin haben, dass Ischariot dem Arzt das Bild verkauft. Verkaufen ist ja irgendwie, Sie erinnern sich an das Thema Valenz, hat eine Valenz und sagt, ich hätte gerne einen Nominativ, einen Akkusativ und einen Dativ. Jemand verkauft jemandem etwas. Und da haben Sie hier die drei auch gleich, einen Nominativ, einen Dativ und einen Akkusativ. Was Sie auch machen können, ist, Sie können da adverbiale Bestimmungen oder wie wir jetzt hier sagen, Adverbialphrasen, das ist eigentlich der bessere Begriff, zumindest so wie wir das hier machen, in dem Ansatz, dass Ischariot wahrscheinlich dem Arzt heimlich das Bild schnell verkauft. Da haben Sie hier drei Adverbialphrasen, ne? Wahrscheinlich, heimlich und schnell, die können Sie da auch noch reinpacken, immer steht das Verb, das finite Verb am Ende. Können Sie machen, was Sie wollen. Das heißt, die Verbalphrase hat eine Struktur, die ist auch sehr einfach. Da kann zwar viel drinstehen, aber die Struktur ist im Grunde, naja, Gott. Am Ende steht das finite Verb und davor steht der Rest, die Ergänzungen und Angaben. Alles, was zu diesem Verb irgendwie gehört, was von dem abhängt, die Ergänzungen und Angaben eben, also Ergänzungen, das Subjekt, das Dativobjekt, wenn Sie so wollen, oder indirekte Objekt und das Akkusativ oder direkte Objekt und dann diese adverbialen Bestimmungen, die stehen einfach alle davor. Und die Struktur hier in diesem Kontext und in meinem Buch ist halt einfach, dass wir sagen, okay, naja, das ist eine flache Struktur. Wir sagen einfach, die Phrase besteht aus Ihrer Sicht rechts einem Verb und dann davor dem ganzen Rest, den wir direkt so oben in die VP reinhängen. Ist auch wieder, ist eigentlich nicht viel los. Da steht viel drin, aber komplex ist das nicht. Ist einfach nur eine flache Struktur. Jetzt wird an einer Stelle die Sache doch ein bisschen komplexer mit dem Verbalkomplex. Ich zeige Ihnen gleich, worum es da geht. Wir hatten bisher Nebensätze, also KPs, Komplementärphrasen mit Verbalphrasen, also VPs drin, die sahen im Wesentlichen alle so aus, von der Struktur her, dass der Junge ein Eis isst. Ist jetzt hier mal ein anderes Beispiel, damit es nicht langweilig wird, aber Sie haben wieder hier, der Junge, nennen wir es das Subjekt, ein Eis, nennen wir es das Objekt, das finite Verb am Ende. Nennen Sie es, wenn Sie wollen, das Prädikat. Ich sage Ihnen nächste Woche, warum ich das nicht machen würde, warum ich das nicht Prädikat nennen würde. Können Sie aber so machen. So, was Sie aber eben auch haben, ist sowas hier, dass der Junge ein Eis essen wird. Jetzt steht da nicht einfach nur isst, sondern essen wird. Dass das Eis gegessen wird, das ist ein Passiv, da steht gegessen wird. Dass die Freundin das Eis kaufen wollen wird, da kommt jetzt ein Modalverb dazu, wollen, wir haben immer noch kaufen und wir haben hier ein Hilfsverb, wieder werden, in der dritten Person Singular, wird. So, jetzt steht da eben halt nicht nur ein Verb am Ende. Steht alles am Ende, also alle Verben stehen da am Ende, aber es ist nicht nur ein finites Verb, sondern es kommt was dazu. Das Deutsche hat die Angewohnheit,
Verben miteinander zu kombinieren, um sowas auszudrücken wie bestimmte Tempusformen. Oder Modalität, also das, was Modalverben ausdrücken. Was auch immer das ist, wir müssen jetzt nicht groß definieren, was heißt Modalität. Das ist das, was Modalverben tun, aber nicht nur Modalverben, das geht auch anders. Diathese, das ist aktiv-passiv. Das haben Sie hier, Sie sehen hier, gegessen wird, dass das Eis gegessen wird, da haben Sie ein Passiv. Gut, jetzt im Japanischen würden Sie einfach eine Verbform bilden, zum Beispiel. Da bilden Sie einfach eine Verbform fürs Passiv. Denken Sie einfach eine Endung hinten an das Verb und schwupps haben Sie ein Passiv. Im Deutschen machen wir das nicht. Wir nehmen dafür Hilfsverben und Modalverben und so ein Kram. Also zusätzliche Verben. Was passiert jetzt, wenn da am Ende verschiedene Verben hintereinander stehen? Eins war immer finit, nämlich das ganz zum Schluss und davor standen halt andere. Auf jeden Fall kaufen, das war immer bei den anderen dabei, sehen Sie hier. Essen hatten wir jetzt hier nicht kaufen. Essen wird, gegessen wird und dann hier, achso, das war dann kaufen, damit wir eine andere Argumentstruktur kriegen, kaufen, wollen, wird. Das Kaufen war immer bei den infiniten Verben dabei und am Ende steht immer ein finites. Was passiert jetzt da? Da haben wir Verbkomplexbildung. Das ist eine Eigenheit des Deutschen, das macht das Deutsche, weil es eben nicht morphologische Formen hat für Passiv und so weiter, sondern da Hilfsverben bemüht. Was Sie auf jeden Fall am Ende haben, ist ein finites Verb. Das heißt, Sie haben minimal eine Struktur am Ende, wo Sie ein Verb haben und das ist finit und das war's. Das können Sie jetzt so in die Struktur der VP, die ich Ihnen eben gezeigt habe, einbauen am Ende. Wenn Sie jetzt zwei haben, dann hat eins von beiden Kopfeigenschaften. Sie erinnern sich an Köpfe? Das ist nicht so wirklich eine Phrase hier hinten, aber auf jeden Fall sagen wir, dieses Werden hat Kopfeigenschaften. Warum? Weil dieses Werden, dass der Junge das Eis essen wird, das ist ein Futur. Das wird mit diesem Hilfsverb Werden gebildet. Und dieses Hilfsverb Werden möchte einen ganz normalen, reinen Infinitiv. Den Unterschied zum Passiv sehen Sie hier. Dieses Werden ist ein anderes Werden, dass das Eis gegessen wird. Das möchte nämlich nicht ein Infinitiv, das möchte ein Partizip, ein sogenanntes Partizip, gegessen. Weil aber diese Form hier bestimmt wird von dem Verb, was sozusagen rechts davon steht, muss das irgendwie schon Kopfeigenschaften haben, dieses in diesem Fall blaue hier, dieses mit A nummerierte, wenn Sie so wollen, Verb. Und deswegen brauchen wir hier eine hierarchische Struktur, weil diese Dinger irgendwie Strukturen mit dem Kopf sind. Wenn Sie die jetzt aufeinander stapeln, na, dann müssen Sie die eben aufeinander stapeln. Sie können bis zu vier Verben geht, also so Beispiele gibt es. Drei ist aber völlig normal, wie Sie sehen an dem Satz, dass Sie den Wagen kaufen wollen wird. Da haben Sie drei solche Verben. Ja, wollen ist ein Modalverb, das sagt, ich hätte gerne den Infinitiv bei dem Verb, das links von mir steht. Das heißt, das muss der Kopf einer Struktur sein, die Sie hier mit VC plus B bezeichnet sehen. Und das Ganze wird dann eingebettet unter Wirt und Wirt sagt, na gut, ich habe auch Kopfeigenschaften, ich möchte nämlich auch ein Infinitiv sehen, aber eben bei dem Verb, was links von mir steht, bei dem Kopf dieser Struktur, die ich hier einbette und das ist dann wollen. Deswegen steht wollen im Infinitiv und nicht im Partizip. Sobald Sie da machen, kaufen gewollt wird, dann haben Sie, das geht nicht. Das ist der Verbalkomplex. Die Buchstaben hier nummerieren einfach die Verben durch. Jetzt nicht mit Nummern, aber sie helfen, die verschiedenen Verben, die da vorkommen, zu identifizieren. Das heißt, wir wollen ja irgendwie, okay, wir wollen ja sagen, okay, wir reden hier von dem Verb, was rechts steht. Und das nennen wir halt Verb A und dann steht da davor noch ein anderes Verb, das nennen wir Verb B. Und das, was da rauskommt, ist eine Kombination von Verb B und Verb A. Deswegen steht da B plus A. Mehr heißt das nicht. Das können Sie auch weglassen, dieses A, B und B plus A. Das hilft Ihnen nur, sozusagen in der grafischen Darstellung nachzuhalten, was Sie da gerade kombiniert haben. Diese Nummerierung, die da drunter steht, erster Status, dritter Status, erster Status, erster Status, das ist ein bisschen, ja, das ist was anderes. Und das tut mir auch sehr leid, dass ich Ihnen das jetzt mit auf den Weg geben muss. Das ist einfach nur eine terminologische Verwirrung. Man nennt den reinen Infinitiv ohne zu auch ersten Status des infiniten Verbs. Und man nennt den Infinitiv mit zu den zweiten Status des infiniten Verbs und man nennt das Partizip. Sie haben das wahrscheinlich als Partizip perfekt passiv kennengelernt, also gegessen und gewollt und so weiter. Das nennt man den dritten Status des infiniten Verbs.
Das ist natürlich überflüssig, diese Terminologie. Man hat sie aber. Und wenn Sie die germanistische, linguistische Literatur benutzen wollen, wenn Sie also irgendwann mal eine Grammatik aufschlagen, dann kann das sein, dass da Leute vom ersten, zweiten, dritten Status reden. Und dann wissen Sie jetzt wenigstens, was das ist. Infinite Verbformen. Was sind denn jetzt infinite Verbformen? Jetzt haben wir aber was ganz Interessantes eigentlich. Jetzt können wir nämlich wirklich charakterisieren, wofür wir infinite Verben brauchen. Das sind nämlich die, die in solchen Strukturen hier auftreten. Das sind die, die von anderen Verben, typischerweise Hilfsverben, Modalverben und sowas, regiert werden. Hilfsverben und Modalverben, vielleicht noch zwei, drei andere Sachen, sagen, hey, ich hätte gerne ein Infinitiv oder ein Infinitiv mit zu, das ist eine etwas andere Struktur dann, oder ich hätte gerne ein Partizip. Das heißt, infinite Formen sind die, die von anderen Verben regiert werden. Dafür brauchen wir die. Jetzt kommen wir zu den Sätzen. Und wie ich gesagt habe, fange ich mit Funktion an und gehe dann zur Form über. Was ist ein unabhängiger Satz? Ich habe den Terminus schon benutzt heute. Ich habe gesagt, unabhängiger Satz, was ist denn das? Ich zeige Ihnen erstmal welche. Das Bild hängt an der Wand. Hängt das Bild an der Wand? Was hängt an der Wand? Das werden Sie wahrscheinlich irgendwie intuitiv zumindest zustimmen, dass das unabhängige Sätze sind. Also unabhängig sind die, die stehen da alleine und dass es Sätze sind, okay, da müssen wir jetzt mal gucken, warum wir davon ausgehen, dass wir die unter die Kategorie Satz fassen können. Was sind die Definitionskriterien? Es handelt sich bei einem unabhängigen Satz um eine Struktur mit allen Abhängigen des Verbs, also mit allen Ergänzungen und allen Angaben. Die sind da alle drin. Die können nicht irgendwie drei Sätze vorher stehen oder fünf Sätze danach. Das geht irgendwie nicht. Und dieser Satz, diese Struktur, ist von keiner anderen Struktur abhängig. Das ist eben nicht so wie ein Nebensatz, dass die Sonne aufgeht, das ist prototypischerweise in einer anderen Struktur nochmal drin. Ich weiß, dass die Sonne aufgeht zum Beispiel, das wäre so eine Struktur. Aber die Sonne geht auf, ist völlig unregiert, unabhängig von irgendeinem anderen Verb oder sowas. Das war, ist prototypisch zumindest der Fall. Jetzt kann man natürlich versuchen, über die Funktion von unabhängigen Sätzen zu sprechen. Und dann wird man feststellen, dass sie eine pragmatische Funktion haben. Und man hört dann gerne, ein unabhängiger Satz kann einen Sprechakt bilden. Ich rede jetzt nicht lange über Sprechakte. Ich finde, und das an sich stimmt der Satz auch, aber er ist kein vernünftiges Definitionskriterium. Ich zeige Ihnen jetzt, warum. Die Post ist da. Ein kleiner Dialog. Sie geht zum Training und Antwort oder Entgegnung, obwohl es regnet. Hurra und nieder mit dem König. Was Sie hier sehen, das hier, die Post ist da, obwohl es regnet, hurra, nieder mit dem König, das konstituiert alles sogenannte Sprechakte. Sie können diese linguistischen Einheiten, was auch immer die sind, isoliert verwenden und damit sprachlich handeln. Also das Letzte ist besonders schön, nieder mit dem König, da wurde ja mal sprachlich mit gehandelt. Sie können mit all diesen Dingen sprachlich handeln. Das sind Äußerungen für sich, die können Sie als Äußerungen benutzen und damit was anrichten, kommunikativ in der Welt. Also auch mit Hurra, das ist eine tolle Bekundung von einer bestimmten Emotion oder sowas. Das heißt, ein Sprechakt, alle diese Dinge sind sprechakttauglich. Das ist ein Äußerungsakt mit einer pragmatischen Funktion, also mit einer sprachlichen Handlungswirkung. Sind jetzt unabhängige Sätze Sprechakt konstituierend? Ja, natürlich. Das sehen Sie hier. Nicht? Die Post ist da. Das hat ja damit, mindestens übermitteln Sie damit mal Informationen. Oder Sie wollen damit was erreichen. Also wenn meine Mutter zu meinem Vater sagt, die Post ist da, dann heißt das, geh mal runter und hol die aus dem Briefkasten. So, das heißt damit, ne, das können Sie mit so einem Satz wunderbar tun. Das ist unstrittig. Was Sie aber hier auch sehen, sind, obwohl es regnet, hurra, nieder mit dem König, das sind keine Sätze. Also ich wüsste jedenfalls nicht, was ein Satz sein soll, wenn das auch Sätze sind. Aber die konstituieren auch einen Sprechakt. Das heißt, diese Sprechaktkonstitution ist als Definition für das, was ein Satz sein soll, ist irgendwie schwierig, weil es eine Menge Zeug gibt, mit dem wir Sprechakte vollziehen, die keine Sätze sind. Die zumindest syntaktisch nicht viel mit dem zu tun haben, was ich Ihnen hier als Sätze zeige. Das heißt, wir müssen irgendwie bei einer syntaktischen Definition vom Satz ankommen und dann können wir uns überlegen, welche Funktionen hat das Ding vielleicht. Nebensätze im Übrigen sind genauso vollständig, das habe ich ja eben schon angedeutet, wie unabhängige Sätze, aber eben syntaktisch abhängig. Und das hat auch wieder Folgen für die Funktion.
So, das war jetzt erstmal eine Möglichkeit, also eine Funktion durchaus von unabhängigen Sätzen, dass die Sprechakte, das ist die pragmatische Funktion, dass die Sprechakte konstituieren, aber es ist kein Definitionskriterium. Das ist jetzt alles, was ich Ihnen gesagt habe. Jetzt wissen Sie, es gibt Hypotaxe. Das ist genau das, was wir machen, wenn wir Sätze in Sätzen einbetten, also Nebensätze in größeren Satzstrukturen einbetten. Das nennt man ja Hypotaxe und das andere ist Parataxe, also einfach das Nebeneinanderstellen von unabhängigen Sätzen. Und eine wichtige Funktion, die ich Ihnen in der ersten Woche schon mitgeteilt habe von Bildungssprache, in dem Kontext war es, ging es um Bildungssprache, ist, dass wir komplexe Sachverhalte ausdrücken wollen. Das ist besonders, das sind die anspruchsvollen morphologischen und syntaktischen Mittel einer Sprache, sind dafür, oft dafür da, dass wir komplexe Sachverhalte ausdrücken können. Und genau darum geht es natürlich bei Hypotaxe. Aber die ist nicht irgendwie alternativlos. Sie können sowas machen wie es regnet. Juliette geht trotzdem zum Training. Hier haben Sie Parataxe. Was Sie völlig äquivalent, würde ich sagen, machen können, ist, obwohl es regnet, geht Juliette zum Training. Ja, natürlich. Damit machen Sie fast dasselbe mit diesen beiden Möglichkeiten. Die eine ist parataktisch, die andere ist hypotaktisch. Es regnet, deswegen fährt Adriana noch nicht nach Hause. Weil es regnet, fährt Adriana noch nicht nach Hause. Hier haben Sie wieder den Fall, Sie haben eine Möglichkeit, dass parataktisch zu machen, dann brauchen Sie hier so ein Adverb, genauso wie hier oben das trotzdem, haben Sie dann hier das deswegen, dann haben Sie ein Adverb. Oder Sie machen das mit einem Weil-Satz, dann haben Sie einen echten Nebensatz, also Hypotaxe. Es zwingt Sie niemand, das eine oder das andere zu tun. Christine bleibt im Garten, damit sie nach der Hitze mehr vom Regen abbekommt. Ja, hier kann man dann, also manchmal hat man den Eindruck, die parataktische Varianten oder die Varianten, die sich anböten, die parataktisch sind, die sind nicht so, also was könnte man da machen? Christine bleibt im Garten, das Ziel ist, dass sie nach der Hitze mehr vom Regen abbekommt. Ja, das ist eine Möglichkeit, aber dann haben Sie in dem ausgekoppelten Satz hier letztlich wieder eine Hypotaxe. Das ist irgendwie, haben Sie nichts gespart. Christine bleibt im Garten. Das Ziel ist das Abbekommen von mehr Regen nach der Hitze. Ist auch irgendwie komisch. Könnte auch sowas machen wie, dadurch möchte sie mehr von dem Regen abbekommen. Ja, ist schon ein bisschen besser. Aber hier haben wir so einen Fall, wo eigentlich alle anderen nicht hypotaktischen Varianten, die mir einfallen, sind irgendwie ein bisschen holzig. Die sind schon nicht wirklich gut. Aber in vielen anderen Fällen zwingt sie überhaupt nichts, das eine oder das andere zu tun. Das heißt, auch wieder, natürlich haben wir Nebensätze. Eine ihrer Funktionen ist komplexe Sachverhalte auszudrücken. Aber sie sind nicht unabdinglich in den allermeisten Fällen, um komplexe Sachverhalte auszudrücken. Also Para- und Hypotaxe sind oft austauschbar, beziehungsweise die Hypotaxe ist optional. Aber auf jeden Fall ist das eine Funktion von Nebensätzen. Wenn wir uns jetzt einzelne Nebensatztypen angucken und uns überlegen, welche Funktion haben die, dann wird es jetzt ein bisschen, ich gehe jetzt ein bisschen in die Semantik. Das hätte ich früher viel ausführlicher getan. Ich mache das jetzt nur ein bisschen. Schauen wir uns wieder einzelne Nebensatztypen an. Ich habe bisher überwiegend über Das-Sätze gesprochen, so wie den hier. Adriana weiß, dass es bald regnen wird. Formal haben wir das schon. Ne? Da steht das, es, bald regnen und dann kommt das finite Verb, davor steht das Infinite. Und dann steht hier eine adverbiale Bestimmung, wenn Sie so wollen, oder eine Adverbialphrase. Und dann hier, ist das jetzt das Subjekt? Da reden wir nächste Woche drüber. Ist aber sowas Ähnliches irgendwie wie ein Subjekt, ist auf jeden Fall irgendwie nominativ. Ja, jetzt gibt es aber noch andere Nebensatztypen. Adriana und Christine spielen Tennis, während es regnet. Der ist genauso strukturiert, der ist funktional, aber anders. Und das erkläre ich Ihnen gleich. Christine trifft später die Freundin, die eine Katze zu versorgen hat. Das ist ein sogenannter Relativsatz. Der ist jetzt anders strukturiert ein bisschen als diese anderen Sätze. Da reden wir ganz kurz nachher auch nochmal drüber. Aber wir müssen uns ja überlegen, okay, die haben offensichtlich nicht alle dieselbe Funktion, diese drei Typen, die wir bis jetzt hier haben. Das sind jetzt die drei wichtigen, über die ich spreche. In 12 sehen Sie den sogenannten Komplementsatz oder Ergänzungssatz. Den haben Sie vielleicht als Objektsatz gelernt, kann man auch sagen, ist nicht falsch. Sie haben einen Adverbialsatz oder einen Angabensatz in 13. Ich habe Ihnen eben gesagt, die sind gleich strukturiert. Hier haben Sie ein Das, hier haben Sie ein Während, aber der Rest ist eine ganz normale VP. Was unterscheidet die beiden jetzt? Warum ist das eine ein Komplementsatz oder ein Ergänzungssatz und das andere ist ein Angabensatz oder Adverbialsatz? Naja, Wissen verlangt, also es gibt auch andere Möglichkeiten, Wissen hat mehrere mögliche Valenzen, aber eine der Möglichkeiten ist, dass es einen solchen Satz fordert.
ich weiß das. Das ist eigentlich, das gehört zur Valenz von Wissen. Und Sie können das auch nicht einfach weglassen. Das ist ja immer der super Indikator, dass was valenzgebunden ist, wenn Sie es nicht weglassen können. Sie können sagen, ja, ich weiß, in der gesprochenen Sprache geht das. Aber dann muss jemand vorher, das ist dann eine Ellipse, da muss jemand vorher gesagt haben, was Sie wissen. Deswegen Objektsatz. Und der hier ist völlig optional, dieser Adverbialsatz. Und hat auch von der Funktion her, da werden wir wahrscheinlich nächste Woche noch drüber reden, hat von der Funktion her auch genau die Funktion, die sonstige Angaben eben haben oder Adverbiale. Der Relativsatz ist irgendwie ganz anders. Der ist ganz anders. Der hängt ja schon in einer anderen Struktur drin. Sehen Sie das? Ich hoffe, Sie sehen das intuitiv, sonst müssen wir das halt noch irgendwie gleich noch mal ein bisschen aufarbeiten. Aber das ist ja die Freundin, die eine Katze zu versorgen hat. Sie können das Ganze, die Freundin, die eine Katze zu versorgen hat, an den Satzanfang stellen. Die Freundin, die eine Katze zu versorgen hat, trifft Christine später noch. Das geht. Das heißt, das Ganze muss eine Struktur bilden. Dieses ganze Ding hier. Die Freundin bis zu versorgen hat. Und das heißt aber auch, dieser Nebensatz hängt eben nicht einfach so in dem Satz drin, in dem gesamten Hauptsatz hier, Christine trifft später die Freundin und so weiter, sondern dieser Relativsatz hängt in der Nominalphrase drin. Darüber haben wir bei der Nominalphrase schon mal gesprochen. Das ist jetzt eigentlich nur eine Wiederholung gewesen. Was sind jetzt die Funktionen dieser Sätze? Und ich weiß, einige KollegInnen würden sagen, lass das lieber weg. Ich finde, nee, kann man nicht weglassen. Also ganz allgemein gilt, das habe ich ja eben schon mal gesagt, Sie haben natürlich durch die Hypotaxe mehr Möglichkeiten, bildungssprachliche Dinge zu tun. Komplexe Sachverhalte, das ist hier, glaube ich, so das Allerwichtigste an Nebensätzen. Das ist so eine allgemeine Funktion, was Sie damit machen können, ja. Systemintern haben die aber dann sehr spezifische Funktionen. Und wenn Sie nicht mehr genau wissen, was systemexterne und systeminterne Funktionen sind, gehen Sie YouTube einfach ein paar Wochen zurück und schauen Sie es nochmal an oder lesen Sie es im Buch nach. Da müssen wir uns jetzt, wenn wir über diese systeminternen Funktionen sprechen, müssen wir uns ein ganz bisschen eben mit der Semantik beschäftigen, und zwar des Nebensatzes und der Matrix. Die Matrix ist einfach nur das, die Struktur, in die der Nebensatz in dem Fall eingebettet wird. Und das ist eben nicht immer ein Satz. Sie können nicht von Nebensatz und Hauptsatz sprechen. Das ist nicht adäquat, weil hier sehen Sie ja, der Nebensatz wird in der NP eingebettet. Die NP ist die Matrix des Nebensatzes, aber die ist ja nicht der Hauptsatz dazu. Und das heißt, wir brauchen diesen Begriff eigentlich, weil die Terminologie vom Neben- und vom Hauptsatz nicht ausreicht. So, und wir werden jetzt über die konzeptuelle Unabhängigkeit dieser von Haupt- und Nebensatz in diesen verschiedenen Konstruktionen mit diesen drei Nebensatztypen kurz sprechen. Die konzeptuelle Unabhängigkeit von Komplementsatz und Matrixsatz. Fangen wir mit dem Komplementsatz an. Matrix, wie gesagt, denken Sie daran, ist einfach nur die Konstituente, in die der Satz, der Nebensatz hier in diesem Fall eingebettet wird. Konzeptuelle Unabhängigkeit. Eine Struktur ist konzeptuell unabhängig, wenn sie alle Elemente enthält, die man brauchen würde, um einen unabhängigen Satz daraus zu bauen. Ich zeige Ihnen gleich die Beispiele. Adriana weiß, dass es bald regnen wird. Hier sehen Sie einen Nebensatz. Die Frage ist jetzt, ist das, was hier blau ist, erfüllt das die Bedingungen der konzeptuellen Unabhängigkeit? Nehmen wir es mal raus, es bald regnen wird, stellen wir es ein bisschen um, es wird bald regnen, haben Sie einen völlig normalen unabhängigen Satz. Das heißt, dieser Nebensatz hier enthielt schon alle Zutaten, die Sie bräuchten für einen unabhängigen Satz. Also er ist nicht unabhängig, weil da noch ein das davor steht und weil die Wortstellung halt so ist, dass das finite Verb am Ende steht. Aber da ist alles drin. Ist alles drin, was Sie brauchen, um einen unabhängigen Satz zu bauen. Das, was übrig bleibt von der Matrix alleine, wie Sie sehen, Adriana weiß, ist nicht konzeptuell vollständig. Also das habe ich ja eben schon mal gesagt, das können Sie nicht einfach so, da fehlt was. Das heißt, bei einem Komplementsatz bzw. Ergänzungssatz haben Sie die interessante Situation, dass der selber konzeptuell unabhängig ist. Der kann selber alleine, kann man, wenn man das nimmt, was da so drin vorkommt, kann man da einen unabhängigen Satz draus bauen. Aber die Matrix selber, die reicht nicht. Also die Matrix selber ohne den Nebensatz, die reicht nicht. Jetzt haben wir den Komplementsatz gehabt, kommen wir zum Adverbialsatz. Wieder die Frage, ist er konzeptuell unabhängig? Und ist die Matrix konzeptuell unabhängig? Beispiele, Adriana und Christine spielen Tennis, während es regnet.
Hier haben Sie einen typischen Adverbialsatz. Temporal würden Sie den wahrscheinlich in der Schule genannt haben. Wir nehmen wieder das Material, was übrig bleibt, wenn wir den Komplementierer wegnehmen, raus. Es regnet, brauchen wir nicht mal umzustellen. Fertig. Ist ein unabhängiger Satz, ist konzeptuell unabhängig. Hier, im Gegensatz zum Komplementsatz, sehen Sie aber, dass das, was übrig bleibt, wenn ich den Nebensatz wegnehme. Adriana und Christine spielen Tennis. Immer noch, also auch konzeptuell unabhängig ist. Das ist ein wesentlicher Unterschied zum Komplementsatz von vorhin oder zu der Struktur mit dem Komplementsatz. Das heißt, für den Adverbialsatz bzw. Angabensatz können wir sagen, der ist selber konzeptuell unabhängig. Die Matrix ist es aber auch. Und das führt uns gleich dazu, wie die semantisch eigentlich funktionieren. Beim Relativsatz können wir uns jetzt dieselbe Frage wieder stellen. Die Matrix zur Erinnerung des Relativsatzes ist, also das, wo er eingebettet ist, das ist eine NP. Christine trifft später die Freundin, deren Katze sie verwahren soll. Das ist hier die Freundin, deren Katze sie verwahren soll, ist die NP. Da ist der Relativsatz drin, deren Katze sie verwahren soll. Okay, haben wir alle schon mal gesehen. Nehmen wir raus, was hier der Relativsatz ist, deren Katze sie verwahren soll. Sie soll deren Katze verwahren, ist eigentlich vollständig. Ist eigentlich vollständig, oder? Das könnte man sagen. Das geht nicht bei allen Relativsätzen so schön. Viele klingen komisch, weil dann das Relativpronomen irgendwie in einem unabhängigen Satz, das passt dann da oft nicht. Da müssten wir dieses Relativpronomen wieder durch eine volle NP ergänzen. Aber so im Wesentlichen ist der Relativsatz konzeptuell unabhängig. Die Freundin brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Also aus die Freundin können Sie keinen unabhängigen Satz bauen. Das, was von der Matrix übrig bleibt, wenn Sie den Relativsatz rausnehmen, genauso wie vorher, ist nicht konzeptuell unabhängig, ist einfach eine NP. Eine NP kann keinen Satz bilden. So, schon erledigt. Das heißt, beim Relativsatz, wie ich gerade schon sagte, gilt eine irgendwie ein bisschen eingeschränkte konzeptuelle Unabhängigkeit für den Relativsatz und die Matrix ist prinzipiell nicht satzfähig. Die Matrix ist eine NP. Und das hat eigentlich damit zu tun, wie die Semantik dieser Strukturen ist. Und da müssen wir jetzt über Sachverhalte und Objekte sprechen. Chloe lacht über den Regen, da haben wir einen Satz. Eine Kommilitonin, die immer gute Fragen stellt, da haben wir eine NP, hier haben wir da mit einem Relativsatz drin. Wenn Sie sich jetzt überlegen, was bezeichnen diese beiden Strukturen prototypischerweise im Normalfall? Sätze bezeichnen erstmal in erster Näherung Mengen von Sachverhalten. Chloe lacht über den Regen, das ist ein Sachverhalt. Der beschreibt einen Sachverhalt. Das ist dann, oder eine Tatsache, können Sie auch sagen, das ist genauso gut jetzt für diese Zwecke. Wenn Sie sich aber 22 angucken, diese NP, die bezeichnet eigentlich, naja, eine Menge von Objekten oder ein Objekt. Sie können sich mit der NP eine Kommilitonin, die immer gute Fragen stellt, nicht auf Sachverhalte beziehen, aber auf ganz viele Objekte, also auf viele von Ihnen zum Beispiel. Das können Sie machen. Das heißt, im Wesentlichen eine NP bezeichnet, in Klammern Mengen von Objekten, im Sinne von ontologischen Objekten, jetzt nicht grammatische Objekte, und Sätze bezeichnen Sachverhalte. Wenn wir uns nämlich jetzt die Semantik von diesen Satzgefügen angucken, wo Nebensätze drin vorkommen, dann sehen wir was, und erinnern Sie sich daran, ich habe Ihnen gesagt, welche Nebensatztypen, dass im Grunde alle diese Nebensätze konzeptuell unabhängig sind. Und jetzt schauen Sie sich das hier an. Chloe weiß, dass ihre Freundin keinen Regen mögen. Diese Doppelklammern, das ist mehr so ein Insider-Innenwitz. Das können Sie ignorieren. Das heißt einfach nur, wir reden hier über die Semantik dieser Konstituenten und nicht nur über die Struktur, die syntaktische. Dann sehen Sie das große Ganze. Chloe weiß, dass ihre Freundin keinen Regen mögen. Das beschreibt einen Sachverhalt. Das beschreibt den Sachverhalt, dass Chloe ja um einen anderen Sachverhalt weiß. Das heißt, Sie haben eine Sachverhaltsbeschreibung und da drin steckt wieder eine Sachverhaltsbeschreibung. Das liegt an dem Verb wissen. Weil wissen, das verlangt, also man weiß eben um Sachverhalte, typischerweise. Klar, man kann auch sagen, es gibt sowas, Wissen gibt es auch mit einem direkten Objekt. Ich weiß die Antwort, jo, das ist ein anderes Wissen. Das ist das, wo es um Objekte geht und nicht um Sachverhalte. Das ist aber eigentlich faszinierend. Wir packen eine Sachverhaltsbeschreibung ein, machen einen Nebensatz draus, obwohl Sachverhalte typischerweise durch unabhängige Sätze bezeichnet werden. Und das kann dann wieder in einem anderen Sachverhalt drinstecken. Das ist anders bei Chloe geht zum Sport, obwohl es regnet.
Chloe geht zum Sport ist ein Sachverhalt, es regnet ist ein Sachverhalt und zwischen denen besteht irgendeine Relation. Ja, klar, aber der eine ist nicht Teil des anderen. Sie sehen hoffentlich intuitiv, dass hier ein signifikanter Unterschied ist. Chloe ist eine Sportlerin, der Regen nichts ausmacht. Und das ist jetzt noch interessanter. Und jetzt kommen wir nämlich auch schon zur Zusammenfassung. Komplement- und Ergänzungssätze beschreiben, da haben Sie zwei Sachverhalte mit Matrix- und Komplementsatz. Aber der Nebensatz-Sachverhalt ist Teil des Matrix-Sachverhalts, semantisch gesehen. Beim Adverbial- oder Angabensatz ist es eben anders. Sie haben zwei Sachverhalte und es gibt keine Einschlussrelation irgendeiner Art, sondern Sie haben eine irgendwie argumentative, rhetorische Relation zwischen den beiden. Also hier ne, adversativ, da kann man jetzt noch stundenlang drüber reden, was das semantisch genau ist, aber das geht dann sehr ins Detail. Die wird aber typischerweise im Komplementierer kodiert. Der Komplementierer sagt Ihnen, welche Relation da besteht. Also obwohl, adversativ oder final, damit und so. Beim Relativsatz ist es ein bisschen anders. Sie bezeichnen mit der gesamten NP-Struktur eine Menge von Objekten und der Relativsatz bezeichnet einen zusätzlichen Sachverhalt, der für diese Objekte gelten soll, ja, an dem die irgendwie beteiligt sind. Nicht irgendwie, sondern genauso wie das Relativpronomen oder Relativelement das kodiert. Das ist eigentlich wahnsinnig spannend, weil das sagt Ihnen, warum wir diese Strukturen haben. Und deswegen lasse ich das auch nicht weg. Sonst beschreibe ich Ihnen ja nur Strukturen, wie jetzt, kommt jetzt, jetzt reden wir wieder über die Form, die irgendwie so und so beschaffen sind, aber man macht sich gar keine Gedanken darüber, warum diese Strukturen überhaupt existieren. Wofür unsere Sprache irgendwie die hat, uns zur Verfügung stellt. Und jetzt kommen wir zur Syntax von Sätzen. Über Nebensätze haben wir im Wesentlichen schon gesprochen. Die tauchen jetzt nochmal auf in Relation zu unabhängigen Sätzen. Und Sie sehen, hier ist er wieder, der Nebensatz. Wir wissen, dass der Arzt das Bild schnell gemalt hat. Ein ganz normaler Nebensatz. Der Arzt hat das Bild schnell gemalt. Das ist ein ganz normaler, unabhängiger Satz. Hat der Arzt das Bild schnell gemalt? Ein ganz normaler, unabhängiger Satz. Ein Ja-Nein-Fragesatz oder Entscheidungsfragesatz. Und was Sie hier an den rot eingefärbten Elementen sehen, ist, dass das finite Verb an ganz unterschiedlichen Stellen steht in diesen drei Sätzen. Steht im Nebensatz ganz hinten. Das infinite Verb bleibt da irgendwie auch, aber das finite Verb geht irgendwie durch die Satzstruktur. Wandert irgendwie woanders hin. Nihil besucht den Arzt, der das Bild schnell gemalt hat. Hier haben wir einen Relativsatz. Da bleibt das finite Verb hier auch am Ende stehen. Aber die gesamte Struktur ist ein bisschen eine andere, weil Sie haben hier vorne das Relativpronomen in dem Fall oder Relativelement allgemein gesprochen und nicht einen Komplementierer. Okay, reden wir vielleicht noch ganz kurz drüber. Die Aufgabe einer Syntax ist natürlich jetzt, das zu beschreiben. Und zwar die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Es ist, wenn da Gemeinsamkeiten sind, und da sind verdammt viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Strukturen, dann hat die Syntax das zu beschreiben und nicht einfach zu sagen, es gibt diese drei Strukturen, die haben nichts miteinander zu tun, viel Spaß. Oder vier Strukturen sogar. Das ist irgendwie keine Syntax. Der Vorteil an dieser Struktur hier ist jetzt erstmal einer. Das ist ein ganz praktischer Vorteil jetzt erstmal, wenn wir uns über diese Strukturen Gedanken machen. Der ist nämlich, wie Sie eben an dieser VP gesehen haben, wo am Ende das Verb steht und davor der Rest, der ist völlig einfach strukturiert. Es steht nämlich am Ende das finite Verb oder der Verbkomplex und davor steht der ganze Rest, die Ergänzungen und Angaben. Das ist eine super einfache Struktur. Also die ist extrem übersichtlich. Verben am Ende, Rest davor. Hier ist das ja irgendwie anders. Da werden die Verben, da stehen ein paar Verben hinten, also die Infiniten, das finite Verb bewegt sich irgendwie durch die Gegend, dann steht manchmal noch was davor. Also das ist auf jeden Fall ein ganz praktischer Grund, das sind längst nicht alle Gründe, aber das ist ein praktischer Grund, sich zuerst mal über diese Nebensatzstruktur Gedanken zu machen. So, weil sonst in den anderen Satztypen sind irgendwie die Abhängigen des Verbs und die Verben, das müsste da eigentlich stehen, sind irgendwie komisch verteilt über den Rest des Satzes. Und wenn wir die VP, also in der Form wie hier in 26, wie sie in der KP eingebettet ist, in der Komplementiererphrase zugrunde legen, dann können wir
das Verhältnis des Verbs und sein, das, zwischen das, dem Verb und seinen Ergänzungen und Angaben komplett in einer Phrase abhandeln, die eine sehr einfache Struktur hat. Das ist jetzt erstmal das ganz praktische Argument, was ich Ihnen für das gebe, was jetzt gleich kommt. Zur Erinnerung, bevor das dann kommt, nochmal die KPs. Die sehen ja im Wesentlichen jetzt eine etwas komplexere oder, ne, komplex nicht, aber vollere KP, eine vollere VP, upsa, in dieser KP. Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft hat und das Ganze steckt in der KP drin. Und da haben Sie die Verb-Letztstellung, wie eben besprochen. Wenn Sie jetzt davon ausgehen, ich habe Ihnen eben gerade gesagt, dass das ganz praktische und noch ganz viele andere Gründe, die ich Ihnen jetzt fürs Erste nochmal nicht präsentiere, dass es eine ganz praktische Idee ist, mit dieser Struktur anzufangen. Jetzt überlegen wir uns, wie kommen wir denn da zu der Struktur des unabhängigen Fragesatzes? Und dann sehen Sie, dass das ganz einfach ist. Sie müssen nämlich einfach das finite Verb ganz nach links stellen. Wir hatten vorher, dass Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft hat. Jetzt nehmen Sie das, was ganz hinten steht, das finite Verb, stellen es nach vorne, lassen das weg und den ganzen Rest, den Matrixsatz. Ja, was haben Sie dann? Einen unabhängigen Fragesatz. Das ist die syntaktische Beziehung zwischen Nebensätzen und unabhängigen Fragesätzen. Ja-Nein-Fragesätzen müsste ich immer dazu sagen. Ist gut, oder? Ist nicht kompliziert. Wenn Sie jetzt das haben, dann haben Sie erstmal Verb-Erststellung, die sogenannte Verb-Erststellung oder V1. Wenn Sie das haben, kommen Sie ganz leicht zum unabhängigen Aussagesatz, zum sogenannten. Sie müssen nämlich einfach nur eine beliebige Phrase aus der VP rausnehmen und auch nochmal nach links stellen und dann sind Sie fertig. Das heißt, wir hatten vorher, dass Ischariot dem Arzt das Bild heimlich verkauft hat. Dann haben Sie Verb-Erststellung draus gemacht. Sie haben das hat nach vorne geschoben. Dann haben Sie irgendwas genommen, in dem Fall das Subjekt Ischariot und auch nochmal noch da vorgestellt. Struktur fertig. Ischariot hat dem Arzt das Bild heimlich verkauft. Wunderbar. Fertig. Das waren die syntaktischen Beziehungen zwischen den wichtigen syntaktischen Satztypen im Deutschen. Schon fertig, das war jetzt der Hauptpunkt. Was Sie jetzt hier noch sehen, ist eine Sache, die eigentlich nur, die Ihnen eigentlich mehr hilft, als dass Sie das Ganze irgendwie schwieriger macht. Sie sehen nämlich hier dieses T2 und dieses T1. Was heißt denn das? Das markiert einfach nur die Positionen, an denen Sie was weggenommen haben. Das sind sozusagen die Lücken, wo Sie irgendwie was rausgenommen haben und dann nach links gestellt. Einerseits, um die Verb-Erststellung herzustellen und dann auf Basis derer die Verb-Zweitstellung. Das ist alles. T steht für Trace, Spur im Englischen. Man kann da nicht irgendwie L für Lücke oder sowas nehmen. Das geht nicht. Das ist einfach so ein linguistisches Ding, weil das aus einer bestimmten Theorie kommt, die auf Englisch formuliert wurde. Und da hieß das Trace, Spur. Deswegen nennen wir das jetzt mal so. Theoretisch hat das ganz unterschiedlichen Stellenwert, aber für uns hier ist es einfach nur sozusagen der Platzhalter oder der Marker, dass da was rausgenommen wurde. So, und hier kriegen Sie halt dann die Verb-Zweitstellung, ganz umsonst. Und was jetzt ein großer Irrtum ist, den man aber immer noch manchmal liest und hört, ist, dass das ja im deutschen Satz, unabhängigen Aussagesatz, das Subjekt vorne stehe. Nee. Sie können da ein Akkusativobjekt hinstellen. Das Bild hat Ischariot dem Arzt heimlich verkauft. Der einzige Unterschied zu vorhin ist, dass Sie halt nicht Ischariot hier rausgenommen haben, das Subjekt, sondern das Bild, also das direkte Objekt. Die Operation war dieselbe. Ich habe ja gesagt, nehmen Sie einfach irgendeine beliebige Phrase aus der VP und schieben Sie sie noch vor das finite Verb, dann haben Sie Verb-Zweitstellung. Sie können aber auch ein Dativobjekt nehmen. Dem Arzt hat Ischariot das Bild heimlich verkauft. Oder eine Adverbialphrase. Heimlich hat Ischariot dem Arzt das Bild verkauft. Das sind alles wunderbare, unabhängige Sätze. Sie können da irgendwas nach vorne stellen. Ja, das ist die Struktur des deutschen unabhängigen Aussagesatzes. Jetzt gibt es dazu Schemata, die gehe ich jetzt hier wie immer nicht genau durch. Die sagen Ihnen aber einfach nur das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe. Ein Fragesatz, das wird in der vierten Auflage nochmal ein bisschen überarbeitet, aber bleiben wir dabei. Ein Fragesatz besteht aus einem finiten Verb und einer VP, wo das finite Verb fehlt.
Und zwar muss das am Ende stehen, wie Sie hier sehen. Okay, das sagt Ihnen dieses Schema, das Schema des V2-Satzes. Das wird in der vierten Auflage halt auch nochmal anders aussehen, aber das sagt Ihnen, da steht irgendeine Phrase, dann kommt ein finites Verb und dann kommt eine VP, wo diese beiden Elemente in einer bestimmten Reihenfolge fehlen. Das heißt, das ist im Grunde die Zusammenfassung. Die Frage können wir natürlich jetzt stellen, die meisten von Ihnen sich wahrscheinlich nicht von selber gestellt hätten, hat jetzt der Satz einen Kopf? Phrasen haben ja immer einen Kopf. Also in meinem Buch nicht. Das heißt nicht, dass ich darauf beharre und bestehe, theoretisch. In manchen Theorien und Beschreibungen hat der Satz aber aus gutem Grund durchaus einen Kopf. Und da muss man sich dann genau angucken, was der ist. Um Ihnen jetzt noch ein bisschen mehr nahe zu bringen, warum diese Analyse, die für viele erstmal ein bisschen komisch ist, wir nehmen da was raus, schieben es nach vorne, was soll denn das? Dass die extrem plausibel ist und nicht nur schön, elegant und einfach, wie ich Ihnen das eben verkauft habe, zeige ich Ihnen jetzt noch ein Phänomen, nämlich Partikelverben. Die sogenannten trennbaren Verben, also heißen die in der DAF-DATS-Didaktik meistens. Sowas wie Sarah isst den Kuchen alleine auf, das Verb ist ja aufessen. Das Verb ist ja nicht essen, sondern aufessen. Das ist ein sogenanntes Partikelverb. Ja, was passiert denn hier? Die Partikel bleibt hinten, das Verb geht nach vorne. Sie müssen ja irgendwie erklären, wie das passiert. Also wie ich Ihnen eben gesagt habe, Sie können nicht einfach sagen, ja, es gibt irgendwelche Strukturen. Das ist dann keine syntaktische Beschreibung. Sie wollen beschreiben, was haben die Strukturen gemein und was unterscheidet sie? Na ja, gut, also hier kommt auf jeden Fall das Verb aufessen vor. Das steht oft zusammen und dann nimmt das auf auch dem Essen den Akzent, also die Betonung weg. Also das ist irgendwie schon ein Wort. Und dann gibt es diese komische Struktur, wo irgendwie das auf hinten stehen bleibt, wenn das Verb weggerissen und nach vorne gestellt wird. Also wenn Sie jetzt immer noch den Verb Zweitsatz ohne Beziehung zum Verb Letztsatz beschreiben wollen, dann haben Sie jetzt auf jeden Fall ein zusätzliches Phänomen, wo Sie sehr große Schwierigkeiten haben werden, das vernünftig zu erklären. Relativsätze mache ich jetzt nur ganz kurz. Das sind etwas andere Verb-Letztsätze. Da wird nämlich das sogenannte Relativelement nach links gestellt, aber das finite Verb bleibt, wo es ist. Das heißt, Sie haben eine Umstellungsaktion, aber nicht vom finiten Verb. Einen Tofu, der mir nicht geschmeckt hat. Sie haben hier was nach vorne gestellt, dieses Relativpronomen in dem Fall, aber das Verb bleibt hinten. Da könnte man jetzt noch viel mehr drüber sagen. Und man könnte dann dieses Schema sich angucken. Das ist aber auch wieder, wenn man die anderen beiden schon hatte, relativ einfach. Wir haben auf jeden Fall immer ein Relativelement in einem Relativsatz. Die Bedeutung dieses Relativelementes ist die des Bezugssubstantivs. Die wird sozusagen übernommen. Also wenn Sie sich überlegen, was heißt denn hier der? Na gut, das heißt, wir reden über den Tofu. Also der hat dieselbe Bedeutung wie einen Tofu. Oder es identifiziert seine eigene Bedeutung mit der von einem Tofu. Und es kongruiert in Genus und Numerus mit dem Bezugssubstantiv, aber wie Sie hier schon sehen, nicht im Kasus. Das ist Nominativ und das ist Akkusativ. Das kongruiert nicht mit dem Bezugssubstantiv in Kasus. Und das hat einen bestimmten Grund, nämlich der Kasus oder die Form, wenn es eine PP ist, also welche Präposition steht da, die hat das Relativelement, je nachdem, welche Rolle es im Relativsatz spielt. Das ist sehr spannend und da gibt es dann auch noch wildere Strukturen. Relativsätze sind generell ein sehr faszinierendes Thema. Ich belasse es hier bei dieser ganz kurzen Einführung. Jetzt gibt es eine Denkaufgabe für Sie für nächste Woche und die hat zu tun mit Kopularsätzen. Ich zeige Ihnen, also Kopularsätze sind welche mit sein, bleiben, werden. Das sind die Kopularverben. Ich zeige Ihnen jetzt einen, die Frau ist stolz auf ihre Tochter. Da haben Sie eine sogenannte prädikative Adjektivphrase, ja, stolz auf Ihre Tochter. Und einen typischen Kopularsatz, die Frau ist stolz auf ihre Tochter. Wie sind diese Sätze strukturiert? Brauchen wir dafür eine eigene Struktur? Eigentlich erstmal nicht. Eigentlich erstmal nicht, wie Sie hier sehen. Wir sagen, diese Kopula, also dieses Verb sein, bleiben, werden, regiert eine AP, NP oder PP. Sie können ja auch sowas haben wie die Frau ist auf der Höhe der Zeit, dann haben Sie da eine PP oder die Frau ist meine Bekannte oder sowas. Dann haben Sie da eine NP und das, was dann passiert,
ist, dass die AP eine andere Konstituentenstellung hat als die Attributive. Die auf ihre Tochter stolze Frau würde es ja heißen, wenn sie eine NP da draus machen, in der attributiven Verwendung. Das dreht sich irgendwie um. Das ist eigentlich auch nochmal super spannend. Naja, und der Rest ist einfach normal. Ne? Sie haben dann eine VP mit einem Kopularverb als Kopf. Dann kommt das Subjekt davor und die Adjektivphrase davor. Dann bewegen sie das Kopularverb, das finite Kopularverb, und bewegen dann irgendwas anderes davor. Es gibt bei dieser Analyse ein Problem, und das ist die Denkaufgabe. Die Analyse ist so irgendwie ein bisschen schwierig. Wir halten die erstmal fest, aber eigentlich kann die eine Sache nicht erklären, die mit dem Verb-Zweitsatz zu tun hat. Also es gibt mögliche Varianten von diesem Satz, die Ihnen zeigen, dass diese Analyse, so wie sie hier steht, irgendwie zumindest nicht ganz unproblematisch ist. Es hat mit der Konstituentenstellung zu tun. Denken Sie da mal drüber nach. Jetzt gibt es aber noch die Situation, dass wir eben diese Nebensätze ja irgendwie positionieren müssen in ihrem Matrixsatz. Wir müssen die ja irgendwo hinstellen. Und da müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Schauen Sie sich das an. Michel weiß, dass die Korvette nicht anspringen wird. Michel will wissen, wer die Korvette gewartet hat. Michel will wissen, ob die Korvette gewartet wurde. Was sehen Sie hier? Sie sehen W- und Ob-Sätze. Man bezeichnet diese Sätze hier auch als W-Sätze, weil das so eingebettete Fragesätze sind, wo immer ein Wort mit W am Anfang steht oder halt Ob. Ob ist auch ein W-Wort im Deutschen. Fängt halt nicht mit dem W an. Das ist jetzt kein Grund, Wob zu sagen. Was Sie hier sehen, ist, Sie haben Wissen wieder als dasselbe Verb wie eben und das verlangt halt irgendwie eine satzförmige Ergänzung. Und das kann bei Wissen, kann das ein Das-Satz sein oder ein W-Satz. Und ein W-Satz sind diese Sätze, die mit einem W-Wort anfangen oder die mit Ob anfangen. Das ist eine typische Situation für einen Komplementsatz. Es gibt jetzt Alternationen, da gucken wir nochmal uns ein paar Beispiele an. Es gibt drei primäre Muster, welche satzförmigen Objekte bestimmte Verben regieren. Wir hatten vorher schon Wissen, hier haben wir so ein Verb wie behaupten. Da können Sie sagen, Michel behauptet, dass die Korvette nicht anspringt. Sie können nicht sowas haben wie Michel behauptet, wie die Korvette nicht anspringt oder anspringt oder auch nicht Michel behauptet, ob die Korvette anspringt. Sowas geht alles nicht. Also bei behaupten kann kein W- oder Ob-Satz stehen. Da kann nur ein Das-Satz stehen. Michel untersucht, dass der Vergaser funktioniert, da geht jetzt der Das-Satz nicht. Michel untersucht, wie oder ob der Vergaser funktioniert, ist top. Also untersuchen ist kompatibel mit einem W-Satz, einem eingebetteten. Michel hört, dass die Nockenwelle läuft und Michel hört, wie oder ob die Nockenwelle läuft. Das ist jetzt wieder so wie Wissen. Das ist ein Fall, wo Sie beides haben können. Was Sie aber hier daran sehen, ist, dass diese Nebensätze regiert werden. Sonst könnten Sie ja nicht erklären, warum mit diesem Verb ein Das, aber kein W-Satz, mit diesem Verb ein W, aber kein Das-Satz und mit diesem Verb ein W oder ein Das-Satz kompatibel sind. Wo soll das sonst herkommen? Das liegt ganz offensichtlich an diesem Verb im Matrixsatz. Außerdem alterniert der Das-Satz oft mit einem Zu-Infinitiv. Sie kriegen also sowas hier, Michel glaubt, dass sie das Geräusch erkennt und dazu Michel glaubt, das Geräusch zu erkennen. Das passiert nicht mit dem W-Satz, das passiert nur mit dem Das-Satz. Und jetzt kommen wir eben zu der Stellung von Komplement- und Adverbialsätzen. Die sind nämlich nochmal irgendwie besonders. Sie können sowas haben wie, dass sie unseren Kuchen mag, hat Sarah uns gestern eröffnet. Geht. Da steht der Das-Satz vor dem finiten Verb. Im sogenannten Vorfeld, wenn Sie Feldermodell machen. Sie können auch haben, Sarah hat uns eröffnet, dass sie unseren Kuchen mag. Hier ist der Das-Satz irgendwie, also wenn das finite Verb am Ende der VP steht, dann steht das Ding hier rechts von der VP. Das ist irgendwie rausgerutscht. Und was eben komischerweise nicht geht, obwohl diese Dinger ja sogar Komplemente sind, also regiert werden vom Verb, ist, dass diese Nebensätze typischerweise nicht in der VP selber stehen können, wo man sie erwarten würde, wenn sie denn sich genauso verhalten würden wie andere regierte Ergänzungen. Also, Sarah hat uns, dass sie unseren Kuchenmark eröffnet. Ist irgendwie nicht gut. Ist echt irgendwie nicht super. Und das Gleiche gilt für eingebettete W-Sätze. Ob Pavel unseren Kuchenmark, haben wir uns oft gefragt. Wir haben uns oft gefragt, ob Pavel unseren Kuchenmark. Da haben Sie wieder die Möglichkeit, Sie können den Ob-Satz vor das finite Verb stellen oder irgendwie ganz rausschieben aus der VP nach rechts.
Wir haben uns, ob Pavel unseren Kuchen mag, oft gefragt. Also das, bei mir geht das nicht. Wer die Rosinen geklaut hat, wollen wir endlich wissen. Wir wollen endlich wissen, wer die Rosinen geklaut hat. Wieder dasselbe mit dem W-Satz. Wir wollen, wer die Rosinen geklaut hat, endlich wissen, auch wieder nicht. Das heißt, Sie müssen eigentlich Nebensätze, Komplement- und Adverbialsätze zumindest, immer nach links stellen, vor das finite Verb. Dann würde man ja irgendwie sagen, okay, da muss es hinbewegt worden sein, würde ich auch sagen. Oder Sie müssen es ganz raus nach rechts schieben, in irgendeine Position, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Das Schema fehlt für die Variante, die wir hier jeweils in den B-Sätzen haben. Das ist im Buch nicht im Haupttext, aber es gibt eine Transferaufgabe im Buch und ich meine, dafür gäbe es auch Lösungen. Ansonsten denken Sie doch mal drüber nach. Denken Sie vielleicht sowieso drüber nach und gucken sich nicht gleich die Musterlösung im Buch an. Nächste Woche reden wir dann nochmal über Syntax und dann wird es richtig spannend. Wir reden nämlich über Prädikate und Relationen. Prädikat, das ist ein Begriff, mit dem Sie aufgewachsen sind, ob Sie ihn mochten oder nicht. Ich werde Ihnen nämlich dann hier eine Vorschau auf Phänomene der klassischen theoretischen Syntax geben, wo der Prädikatsbegriff durchaus auch eine wichtige Rolle spielt. Der ist also nicht nur ein schulterminologischer Begriff. Aber auch wenn das in die theoretische Linguistik übergeht, ist das für jede grammatische Beschreibung, egal auf welchem Niveau sozusagen, sind das alles relevante Dinge, die ich Ihnen da präsentiere. Und gleichzeitig werde ich Ihnen dann so ein paar Unzulänglichkeiten der Schulterminologie präsentieren. Die sind dann, das heißt nicht, dass die falsch ist, sondern nur manchmal eben so ein bisschen suboptimal. Zum Beispiel beim Prädikat. Und die Begriffe, um die es gehen wird, sind eben Prädikat, Subjekt, Objekt, Passiv. Und wenn Sie dem folgen können wollen, sollten Sie mindestens diese gut 20 Seiten lesen, am besten natürlich das ganze Kapitel 14. Vielen Dank, bis nächste Woche.